Hallo, da es jetzt immer wieder angesprochen worden ist, auch die Normtelle zu parametrisieren, möchte ich das auch einmal zeigen. Da würden wir auch bei der Parametrisierung in etwas tiefere Wege kommen. Und das würde ich dann auch gleich etwas sicherer gestalten, damit es auch gegen Verdrehen und alles Mögliche möglich ist. Das ist natürlich etwas aufwendiger, bringt natürlich viel mehr Sicherheit. Das heißt, im Prinzip brauche ich natürlich wieder, fange ich von vorne an, wieder Schritt für Schritt. Das ist mein Estrichwinkel zum Beispiel. So, den sollte ich natürlich danach auch mit einer Verwendungsart belegen, um auch die Werkstättenzeichnung gleich damit anzupassen. Einen Baugruppenpunkt brauche ich nicht. Wichtig ist dabei wieder, ich muss das Feature einschalten. Und ich sage auch gleich, dass die Fremdbezüge verwendet werden sollen. So, ich kann natürlich hier drinnen die Struktur auch gleich besser aufbauen. Das ist mir jetzt in diesem Fall eher nebensächlich. Was ich natürlich brauche, ist ein Kantblech, welches ich in diesem Fall definiere. Sage jetzt einfach mal Stahlblech, soll in diesem Fall 4 mm sein und lege das ganz bewusst irgendwo hin. So, kommt natürlich in diesen Estrichwinkel rein. Und jetzt ist so, dass ich mir vorab schon Punkte belege, an die ich mich dann in weiterer Hinsicht halte. Das heißt, unter 3D Standard kann ich hier Punkte definieren. Der erste Punkt ist zum Beispiel absolut 000, wo mein Einfügepunkt ist. Ich kann hier natürlich diese auch mit Kommentaren versehen, zum Beispiel mein Nullpunkt. Muss ganz ehrlich sagen, ich verwende das immer, weil es dann in weiterer Hinsicht eigentlich alles viel einfacher macht, weil man eigentlich sehr viele Punkte hat. Ich kann hier auch noch mit Variablen arbeiten, dass ich sage, okay, die Schicht möchte ich ein- und ausblenden können, um einfach nicht zu viele Punkte zu sehen. Das Beispiel Z, damit es ganz zum Schluss ist, dann Punkte ein, aus als Beispiel. Okay, der Wert soll jetzt auf 1 bleiben. Grunde genommen, was mache ich mit dem Wert? Das sieht man hier, wenn ich hier diesen Wert auf 0 setze, dann werden die Punkte einfach ausgeblendet. Nicht Bedingung 0, sondern Schicht soll auf 0. Das heißt, Schicht heißt einfach, es ist einfach nur ausgeblendet. So, was brauche ich weiter? Ich brauche natürlich eine neue Variable, die Länge zum Beispiel. Und von mir aus noch eine neue. Das soll zum Beispiel meine Breite sein. Und habe diese Variablen einfach mal definiert. Das heißt, im Grunde genommen, mein Blech soll hier meine Länge sein. Wird mir automatisch dann nicht klar abgefragt. Das ist meine Breite. So. Das heißt, man sieht hier sofort die Änderung. Die Punkte blende ich mir natürlich wieder ein. So, ich brauche natürlich weitere Punkte, um das sicherer zu machen und auch mich darauf zu beziehen. Das heißt, ich sage weitere Punkte. Diese sollen relativ von diesem Punkt ausgehend sein. Das heißt, in x machen wir 500, 0, 0 und einmal in y 0, 500, 0. Das heißt, diese zwei Punkte habe ich hier definiert. Diese zwei Punkte möchte ich natürlich hier auch gleich mit den Werten ändern. Das heißt, ich kann hier sagen, rechte Maustaste, Formel editieren. Habe hier zum Beispiel die Variablen, zum Beispiel, oder kann die auch eingeben, Länge. So, oder beim zweiten Punkt habe ich hier dann die Breite. Und es werden mir automatisch die Punkte genommen. So, ich möchte hier natürlich mich auf diese Punkte beziehen. Das heißt, ich gehe hier über die Teilepositionierung und sage in diesem Fall, dieser erste Punkt soll immer an diesem Punkt liegen. Der nächste Punkt soll hier liegen und dieser Punkt soll hier liegen. So, das heißt im Grunde genommen nichts anderes, wenn ich hier diesen Estrichwinkel verdrehe,
ziehe, dass die Teile immer eigentlich auf diesen Punkt bezogen sind und auch die Verdrehung passt mir dann oder passt sich dann an. So, um es leichter zu machen, mache ich natürlich das wieder gerade. So, ich möchte hier dann noch zum Beispiel hinten auch eine Lasche anfügen. Die Werte sind für mich jetzt eher, sage ich jetzt mal, nebensächlich, weil die kann ich natürlich dann immer variabel gestalten. Die Breite mache ich einfach mal auf 150 und die Länge auf 1500. So, jetzt kommt mein nächster Punkt. Das heißt, ich könnte hier gleich eine Bohrung machen, aber in diesem Fall beginne ich gleich mit den Normteilen, die aufzuteilen. So, das heißt, für die Normteile brauche ich natürlich wieder einen Punkt. Das heißt, ich setze hier einen Punkt rein und sage wieder relativ und sage hier in diesem Fall von diesem Punkt ausgehend in X-Richtung möchte ich einfach 50, in Y sage ich auch 50 und Z bleibt 0. Habe somit meinen ersten Punkt, der mir auch dann den Randabstand definiert, wo ich hier dann gleich auch diesen definiere mit zum Beispiel RA. RA soll 50 sein, mein Randabstand. Y könnte ich auch variabel gestalten, ist aber jetzt für mich auch nebensächlich. Einen weiteren Punkt, damit ich auch meine Schraube besser ansteuern kann, das heißt 0, 0, minus 10 zum Beispiel. Das heißt, ich habe hier einfach einen weiteren Punkt definiert. Jetzt wähle ich mein Normteil aus, was ich hier als Beispiel einfügen möchte. Also das ist im Prinzip jetzt egal, ob jetzt Hilti, Dübel, was auch immer, Anker, Fischer, was auch immer, was ich hier brauche. Im Prinzip möchte ich hier natürlich einen Anker haben und werde hier einen Anker einbauen und setze ihn bewusst auch nicht auf die richtige Lage, weil den möchte ich natürlich wieder über die Teilepositionierung einbauen. So, könnt ihr hier dann auch mit Unterteilen arbeiten. Ist für mich jetzt aber auch nebensächlich, das heißt für mich hier eigentlich nur wichtig, ich will hier wieder ein Feature einschalten und diesen auch positionieren. So, das heißt, dieser Punkt soll oben sein, der untere Punkt, Zentrumspunkt soll, also Moment, war ich zu viel. Dieser Zentrumspunkt soll diesen Punkt nehmen und dritten Punkt brauche ich nicht, weil die Drehung ist mir jetzt egal. Mir fehlt jetzt zwar die Bohrung, aber die Bohrung wissen Sie eh, wie man das jetzt macht. Im Grunde genommen, der nächste Schritt ist, ich muss hier eine Aufteilung schaffen. Das heißt, mit rechter Maustaste kann ich hier über ein parametrisches Raster eine Richtung vorgeben, ich sage hier Gesamtlänge und die Richtungsvorgabe gebe ich über Punkte an, die ich ja vorher schon vergeben habe. Das heißt, somit habe ich hier eine Länge drinnen und über den Einbau ohne übergeordnetes Teil-Feature möchte ich natürlich haben. Das heißt, wird mir hier einfach mal meine Aufteilung erzeugt. Es wird hier auch meine Teilewiederholung erzeugt und hier kann ich diese Teilewiederholung im Prinzip auch definieren. Das heißt, ich möchte einen Gesamtabstand, der soll Länge minus 2 mal RA für Randabstand sein. So, somit habe ich hier im Prinzip meine Gesamtlänge schon definiert, wo ich sagen kann, okay, habe hier meine 50, ich habe hier meine 50 und hier habe ich natürlich einen gleichmäßigen Abstand, der immer gleich ist. So, ist natürlich jetzt noch zu wenig. Mir geht es jetzt grundsätzlich, dass man einfach das erst in erster Linie mal sieht, wie ich die Aufstellung gemacht habe. Weiters ist natürlich wichtig, ich möchte ja hier nicht über eine Anzahl gehen, sage jetzt 5 Stück, sondern wichtig ist eigentlich, dass ich eine Gesamtanzahl definieren kann. Das heißt, ich gehe in meine Variablen, ich muss natürlich hier eine neue Variable definieren, die zum Beispiel Abstand max
heißt, und Abstand Max soll von mir aus 500 als Wert definiert sein. Mit OK habe ich jetzt einfach nur meine Variable definiert, die ich noch nie genommen habe. Und jetzt möchte ich hier, dass meine Anzahl errechnet wird. So, das heißt, ich kann hier definieren. Und zwar sage ich hier die Länge. In Klammer setze ich das. Minus 2 mal RA. Und durch den maximalen Abstand. Das heißt A Max. So, das Ganze muss dann auch noch gerundet werden. Das heißt, für das Runden gibt es einen Wert, der nennt sich nInt. Und mit OK wird mir hier die Aufteilung so erzeugt. Das heißt, wenn ich hier meine Variable mit A Max auf irgendeinen Wert abändere, errechnet sich automatisch die Aufteilung und somit habe ich hier sehr einfach die maximalen Werte, die ich hier definieren kann und die ich dann auch natürlich hier messen kann. Zum Beispiel maximal haben wir hier in diesem Fall 100. Wenn ich hier natürlich den Estrichwinkel auf 1501 setze, rechnet sich das durch, dürfte richtigerweise hier trotzdem nur ein maximaler Abstand von 100 vorkommen. Vielleicht sieht man das dann, man sieht es eigentlich auch hier bei der Rechnung am besten, 1550. Als Ergebnis müsste hier 15 rauskommen, was man hier auch dann sieht. Und dann habe ich hier natürlich eine andere Bohrungsab oder einen anderen Bohrungsabstand. Natürlich den Wert 100 ist vielleicht etwas zu gering, aber hier kann ich dann mit den Werten beliebig spielen, abändern. Und wenn ich das hier mir aufbaue, kann ich hier dann auch die Steifenbleche und alles Mögliche hier definieren. Und so habe ich sehr schnell meine Änderungen definiert und meine wichtigsten Punkte eingebaut.